Adria Wenkem, 22. Ist für mich neue Leute kennenlernen, Austausch von anderen Sachen und den Mirko über den Platz fahren. Ja, das Adria Wenkem 2022. Alle Adrianer sind hier verteilt und alle, die da sind. Was bedeutet für dich Adria Wenkem? Ja, also erstmal Kassenwagen. Und man ist ja sehr interessiert und aus Neugier bin ich jetzt auch hier. Und ja, Ideen austauschen. Ne? Vielen Dank. Dann stehen hier auch noch zufälligerweise Adrianer rum, die hier spazieren gehen. Ist ja ein riesiger Campingplatz. Wirklich ja. Toll hier. Ne? Dann gehe ich gleich weiter. Das ist einfach der Erfahrungsaustausch, dass man neue Modelle kennenlernt, die mit den alten vergleicht. Wir haben ein 6 Jahre altes Wohnmobil und da hat sich einiges getan. Und das ist halt gut. Ja. Wobei wir recht zufrieden sind mit unserem 6 Jahre alten Wohnmobil, muss ich sagen. Wenn wir heute hören, die ganzen Mängel, die jetzt die neueren haben, die sind bei uns noch nicht. Also qualitativ waren die noch ein bisschen besser. Keine Frage. Und noch eine Adrianerin, die Silke. Was ist für dich das Adria Wenkem 2022? Ja, einfach chillig, neue Leute kennenlernen, fachsimpeln und viel Spaß haben. Und du, lieber Adriana, was bedeutet für dich Adria Wenkem 2022? Interesse an anderen Fahrzeugen, was man so einbauen kann, was man machen kann. Und das ist eigentlich das Vorwiegende. Viele Fahrzeuge, viele verschiedene Leute kennenlernen. Das ist das Beste daran. Und jetzt sagen wir, was das Wenkem für uns bedeutet und auch was es für uns nicht bedeutet. Wir haben uns vorgenommen, dass es dieses Jahr für uns auch Entspannung bedeuten soll. Eine Art verlängerter Urlaub, weil wir waren ja auch gerade im Urlaub und haben jetzt noch Urlaub. Und ja, wir wollen uns auch ein bisschen erholen und neue Leute kennenlernen, bekannte Gesichter sehen. Wir haben auch schon einige bekannte Gesichter wiedergesehen und haben uns da sehr drüber gefreut. Ja, Gespräche, Austausch und so weiter. Und ja, genau, das bedeutet es für uns. Was es nicht für uns bedeutet, ist, dass wir jetzt hier die Macher sind, dass wir hier Programm nur bieten und ja, das schaffen wir einfach nicht. Das ist nicht, da wären wir so ausgelaugt, dann würden wir die Woche nicht überstehen. Deswegen haben wir uns auch so ein bisschen dieses Jahr am Rand platziert mit unserem Van und uns hier so ein bisschen ausgebreitet. Und ja, das ist einfach total schön, weil wir hier so ein bisschen unseren Rückzugsort haben. Das klappte bisher auch richtig gut und wir hoffen, dass es den Rest der Woche auch so gut klappt, dass wir so ein bisschen Zeit für uns hier auch haben. So Mirko, jetzt bist du dran zu sagen, was es für dich bedeutet. Ja, ich darf den Abschluss machen. Das Adria Wenkem 2022 bedeutet für mich, dass alle gegenseitig Spaß haben, sich austauschen und sich bereichern und wir als Initiatoren und ja auch Veranstalter in dem Sinne damit gar nichts zu tun haben. Die Antwort ist deswegen so krass, weil viele damit nicht rechnen, denn wir haben das tatsächlich mal ins Leben rufen dürfen. Das ist das dritte Camp schon und es wird immer mehr und immer größer. Das hier ist das Vorcamp, in dem wir uns hier befinden. Das Hauptcamp geht ja erst Ende der Woche los, dann wird es hier richtig voll. Und wir sind nun mal voll berufstätig. Wir sind keine Macher, wir sind nicht die Tollen, wir sind keine Prominenten, wir sind nichts von alledem. Aber doch ist es einfach so, dass wir nun mal bekannt sind und alle was von uns wollen und ankommen. Wir sind dankbar, dass wir sehr viel in Ruhe gelassen werden und die Privatsphäre gewahrt wird und wir hier unser Ding machen können. Wenn das Hauptcamp losgeht, werde ich es persönlich nicht mehr schaffen, jeden abdecken zu können. Das sind so viele hier dann. Wir sind ein paar hundert Leute, wir sind über 200 Fahrzeuge dann. Das Wenkem bedeutet, für mich persönlich natürlich auch, so viele neue Adrianer kennenzulernen und viele alte Gesichter wiederzusehen, was mich so freut. Wir haben jetzt schon so viel Spaß gehabt hier und es gibt so viele neue, die das Fahrzeug jetzt ausgeliefert bekommen haben, hierher kommen und sich gegenseitig bereichern und austauschen, neue Kontakte knüpfen, ja sogar Freundschaften, die hier entstehen. Und das Wenkem erfreut mich persönlich deswegen, weil ich beobachte, wie andere Adrianer gegenseitig Freundschaften geschlossen haben. Ich bin hier abends rumgegangen und hier habe
habe von Van zu Van schon einige gefilmt und auch mich unterhalten ohne die Kamera. Und dann sitzen die da fremd, kennen sich überhaupt nicht, kennen sich seit zwei Abenden und sind befreundet, haben Nummer ausgetauscht und sind Freunde geworden durch den Adria. Genau dafür ist das Vancamp da, dass sich immer mehr Leute kennenlernen, dass wir eine riesige Gemeinschaft sind, immer weiter wachsen und uns auch online austauschen und dass das jedes Jahr größer wird. Und irgendwann, das ist der Schluss von diesem Video, was das Vancamp für mich bedeutet, werden wir gar nicht mehr die Macher sein, das sind wir jetzt auch nicht, sondern werden für alles, für jeden Bereich Leute haben. Wir haben jetzt schon einen Co-Koordinator, der Philipp aus der Schweiz, den haben wir uns auserwählt und der wird ab Freitag uns ablösen, weil wir dann nicht mehr diese Masse abdecken können und jeden helfen können und jede Frage beantworten können. Der wird hier euer Ansprechpartner sein. Geht zu Philipp, nervt ihn, der kann das ab. Und in Zukunft, wenn das hier größer wird, das ist das Ende von diesem Kurzvideo, dann werden wir natürlich auch hier grillen, Feuer machen, noch mehr Programm bieten, Aussteller, Veranstalter, alles Mögliche, Musik noch größer und so weiter. Und da wird für jeden Bereich jemand da sein, der Ansprechpartner ist. Und wir sind nur noch welche, die das initiiert haben, aber nicht die dafür alles machen müssen. Denn wir sind keine Macher. Da ist deutschlandweite Adria Vancamp 2022. Wir werden jetzt erstmal eine Runde Boot fahren. Wir haben das hier zwei Wochen sinnloserweise mitgefahren durch Frankreich. Wir sind überladen, 180 Kilo zu schwer waren wir. Was bedeutet das Adria Vancamp 2022 für dich? Du kannst was Leichteres fragen. Für mich, was bedeutet Spaß, Vergnügen, Unterhaltung, neue Kontakte pflegen und schöne Tage hier. Und was bedeutet das Vancamp für dich? Noch eine Adrianerin, die hier steht. Spaß haben, Abwechslung, viel Input, neue Ideen finden, geniale Lösungen, ja, und abschalten vom Alltag. Ja, Nora, man braucht auch mal Auszeiten, oder? Was meinst du dazu? Ja, braucht man. Und im Hintergrund die Adria-Vans. Tschüss.